Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf dem nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, jetzt beginnen wir hier erstmal mit dem Papier für die Ölmühle laden. Sind auf jeden Fall schon mal hier angekommen und dann schauen wir mal nach, wie viel Papier brauchen wir denn in der Ölmühle. Und dafür gehen wir einmal ganz nach unten oder fast ganz nach unten. Besser gesagt, wir sehen, wir können 180.000 Liter mitnehmen und hier könnten wir nochmal 170.000 Liter Karton mitnehmen. Und ja, dann nehmen wir das beides mal mit, ne? Einmal hier lang, nach Papier. Papier, das waren dann 180.000 Liter. Zack, und dann einmal nach Karton suchen. Karton, und dann sind wir hier eben einmal bei 170.000 Liter. So. Da haben wir natürlich auch schon einen schönen Wegpunkt. Den wählen wir uns natürlich auch aus. Paletten abladen, Ölmühle Paletten abladen. So, immer den hier fix und dann geht es hier erstmal weiter. Ja, den Punkt hier, den habe ich ja eigentlich gemacht für die Güllefässer. Aber das passt schon. Das passt schon. So, und dann haben wir natürlich noch einmal. Hier müsste der ja geblockt sein. So. Das ist dann nicht mehr Mehlfabrik, wo er abladen soll, sondern an der Malzfabrik abladen. Fährt auch direkt hin zur Malzfabrik. Das passt auf jeden Fall. So, dann als nächstes gehen wir hier schon mal direkt an. Und zwar die Hackschnitzel in der Zellstofffabrik. Ah, die können wir natürlich auch mal hier wieder auffüllen. Ist ja ganz klar. Und ich habe auch das Glück, dass ich hier eben nicht so fahren muss wie Autodrive, sondern ich kann hier wirklich komplett frei rumfahren. So, ja, und noch eine kleine Information für euch. Dieses Video kommt jetzt zwar am Mittwoch. Ihr werdet es gemerkt haben, ich habe ein wenig meine Upload-Zeiten variiert, beziehungsweise die Menge des Uploads. Es wird jetzt unter der Woche nur noch eine Folge kommen pro Tag und am Wochenende zwei Folgen. Ja, das hat den Hintergrund, dass ich es einfach zeitlich besser managen kann, dass ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, mich um meine privaten Angelegenheiten zu kümmern. Das sage ich jetzt einfach mal. Und ja, deswegen erstmal so der Plan. Ja, von diesem Projekt natürlich. Je nach Zeit, wo ich noch zur Verfügung habe für andere Projekte, werden natürlich auch andere Folgen so einzeln mal eingestreut. Ja, aber der grobe Plan ist einfach eine Folge pro Tag und am Wochenende zwei Folgen. Also ich reduziere jetzt meinen Upload von 9 auf 9 Folgen von 16. Ja. Also 5 Folgen weniger die Woche. Man weiß, vielleicht schaffe ich es ja dadurch auch ein bisschen mehr Projekte mit reinzubringen. Man muss nicht immer permanent hier NF Marsch, NF Marsch, NF Marsch, sondern kann auch mal ein wenig andere Projekte zeigen, beziehungsweise auch wieder spielen, wie zum Beispiel den Car Mechanic Simulator oder auch den Bausimulator im Single Let's Play. Das sage ich jetzt einfach mal. So, Kichererbsen. Könnte ich schon mal nichts damit anfangen an der Mehlfabrik, sondern das geht hier an den Hof. Und zwar Silo abladen. Okay, der ist hier angekommen. Deswegen
ist es so ein klein wenig hakelig. So. Dann können wir aber hingucken, was haben wir denn noch zu tun? Mosterei hätte gerne Wasser. Diese Aufgabe müssen wir jetzt auch mal endlich abarbeiten. So, und jetzt geht es hier natürlich erstmal weiter mit dem Karton und mit dem Papier natürlich. Und natürlich der Separator, Siliermittel, Schafstahl hätte gerne Nahrung. Und Schlachterei hätte wieder gerne Rindermix. Saatgutmix 3, Zellstoffhackschütze sind wir bei dem Erledigen. Und wir hätten oder bräuchten noch den Booster Herbizid. Den Booster Herbizid. Okay. Aber das haben wir zumindest schon mal abgearbeitet. Und Mosterei Wasser, genau. Da machen wir natürlich erstmal nichts. Schauen wir da erstmal nach. Ja gut, da sind wir. Theoretisch ist es ja egal, ne? Wenn wir noch nicht ganz voll sind. Es geht ja darum, aber den Separator ein wenig zu befüllen, dass der auf jeden Fall mal wieder loslegen kann. So, wie sieht es aus mit den Hackschnitzel? Haben wir auch schon wieder über 60%. Das ist gut. Warten wir natürlich noch aufs Kalken und so weiter und so fort. Ja, hier oben natürlich geht es jetzt auch erstmal nicht mehr weiter. Müssen wir jetzt auch mal eingreifen. Händisch. Versteht sich. So, natürlich händisch eingegriffen. Aber das geht ja vollkommen klar. Hier runter zum Abbunkern. Natürlich, ihr kennt's, er läuft nicht, deswegen müssen wir jetzt einmal rumlaufen. Doch, ich habe jetzt mal keine Lust zu rennen. Na? So. Ist natürlich abgeladen. Und dann können wir auch mal gucken, auf welches Feld wir als nächstes gehen können, sollen, dürfen. Die 22, oder die 2. Ne? Die 2. Oder geht's hier schön auf die 2? Das passt doch. So. Ich weiß halt gerade gar nicht, was auf der 2 drauf ist. Aber das ist ja auch egal. Ich weiß nur, dass ich dahin möchte. Auf Feld 2. Das ist nämlich erntereif. Muss abgeerntet werden. Dann sind wir auch hier fleißig dabei, dass das ganze Getreide hier abzufahren. Das müssen wir auch immer wieder schnellstens an unser Ziel bringen. Das ist Malzfabrik abladen. So, da geht es auf Verlasse Feld und ich hoffe, dass er dann eben hier hinspringt auf Malzfabrik abladen. Das müssen wir so ein klein bisschen noch beobachten. Ja, er springt auf jeden Fall hin. Und hier oben haben wir doch, glaube ich, auch noch mal irgendwo ein kleines Problemchen. Nein, hier oben nicht. Aber hier. Ach, ich habe vergessen. Och, nö. So, das wird der auf jeden Fall mal weiter. Wo ist jetzt das Problem von dem anderen Kollegen da? Der sammelt hier Stroh ein. Ja, was deine Mission ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das darf er mir mal gerne erklären, was ist seine Mission da war. Aber das wird er bestimmt irgendwann mal tun. Hoffe ich. Denke ich. Weiß ich nicht.
Na gut, aber wir können jetzt erstmal die Gülle hinbringen, dann haben wir zumindest schon wieder 2 Punkte abgearbeitet. Dann haben wir natürlich noch Mosterei Wasser. Ja, das können wir auch dann ganz gemütlich hinbringen. Sofern wir das schaffen zu füllen. Was ich aber auch denke, dass wir das schaffen. Wird schon gut voll. 80.000 haben wir jetzt noch drin. Also es sind 3 Einträge drin mit Wasser. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die 80k gehen hier aber rein, oder? Ja, sehr schön. Wo fahren wir denn als erstes hin? Und wir machen die Mosterei. Nicht die Mosterei, die Molkerei. Und das müsste doch theoretisch beim Punkt Wasser haben. Molkerei flüssig abladen. Jawohl. Das setzen wir noch ein kleines Stückchen zurück, dass wir nämlich besser mit dem Drescher hinkommen. So, aufklappen das gute Stück. Das hier aufklappen. Dann holen wir uns erstes Mal den Kurs. Und zwar Feld 2 Dreschen 13,7 Meter. So, da sind wir auch schon mal, dass irgendwas entladen werden muss. Das könnte ein Strohabfahrer sein. Und hier haben wir noch einmal schön den Moden. Na, das ist ja auch okay. So, ja, möchte er nicht, weil wieder zu viele Helfer wahrscheinlich unterwegs sind. Feld 8 haben wir da wahrscheinlich gar keinen mehr, wo abbunkern kann. Würde ich jetzt mal so ganz grob schätzen, dass wir das jetzt aktuell nicht mehr haben an Feld 8. Nein, aktuell haben wir hier keinen. Es ist halt schon eine Menge, was wir hier haben, ne, an Abfahrern, wo hier zeitgleich unterwegs sein müssen. Was ist hier unten mit dem los ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Okay, da steht es gar nicht auf dem Feld, das dann abbunkern soll. 64. Upsala, muss er hier reingehen. Ne? Raffinerie abladen, weil es ja Mais ist. Passt. Der ist auf jeden Fall hier schon mal angekommen. Das ist gut. Einmal Wasser füllen. Sehr schön. Geht natürlich direkt hier rein in den guten Tank. Sehr schön. Dann sagen wir auch direkt nicht Zellstoff, sondern Mosterei Wasser. Wenn wir schon den Punkt haben, lassen wir uns auch direkt hinfahren. Und Zementfabrik hätte gerne Papier. Ja, die Zementfabrik hätte gerne Papier. Ja. Da müssen wir natürlich auch noch erstmal laden fahren. Am Zentrallager wieder laden. Jetzt haben wir ein Lexion. Das ist der hier auf Feld 8. Und der hier wird jetzt abgebunkert. Das passt auf jeden Fall. So, bevor der hier irgendwie blöd in die Quere kommt, würde ich sagen, fahren wir den Kollegen erstmal weg. Ja, das ist jetzt halt das ganz, ganz große Problem hier, ne? Das mit dem Kalken. Das Feld ist so länger wie so. Also werde ich hier unten den Kurs so einfahren und die Bahnen so, muss ich halt manuell fahren. Wie sieht es hier eigentlich aus? 73% ist okay. Warum auch immer der den jetzt hier blockieren möchte. Aber so ist das nun mal, ne? So, dann haben wir auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4.
eins, zwei, drei, vier Felder, die abgebunkert werden können. Haben wir irgendwie der Leinsamen. Das müsste dann. Ist das Roggen? Nein, das ist auch wieder Dinkel. Ja, ist auch wieder Dinkel. Ich weiß gerade, wo mein Roggenfeld ist. Eins, zwei Felder habe ich mit Roggen. Upsala. Zwei Fältchen habe ich mit Roggen angesät. Ist jetzt auch nicht wirklich viel. Aber gut. Besser. Eins, zwei Fältchen wie kein Fältchen. Hier sind wir fleißig an diesem Flachs sammeln. Und hier sind wir dann schon wieder fleißig am Stroh sammeln. Das ist ja auch wunderbar. Aber wenn ich jetzt das hier gerade sehe, muss ich glaube hier noch aktivieren, anheben, spät absenken, früh. Passt nämlich besser. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.